Zunächst einmal Folgendes. Es ist ein Mensch ermordet worden und das finde ich grundsätzlich mal schlimm, ja? Egal wo auf der Welt und egal von wem oder weshalb. Es tut mir sehr leid für seine Familie, denn die, die bleiben, das sind immer die, die trauern. Aber bevor wir überlegen, wem dieser Mord von Nutzen sein könnte, lasst uns erstmal kurz Revue passieren, wie die Berichterstattung kurz nach dem Mord gewesen war. Ja, der Mord an Boris Nemzow fragen wir nach bei unserem Kollegen Bernhard Lichte in Moskau. Herr Lichte, wie läuft die Fahndung nach den Tätern? Gibt es schon Ergebnisse? Die russischen Behörden haben zwar angekündigt, dass sie schnell und effektiv ermitteln wollen, aber bis zur Stunde gibt es keine Fahndungserfolge, jedenfalls keine, die öffentlich gemacht worden seien. Das Einzige, was da ist, ist dieses eben gezeigte Video vom Tatort. Und es ist denn 12 Stunden nach der Tat auch der Fluchtwagen der Täter gefunden worden. Das ist es aber auch schon. Diese Bemerkung empfinde ich als völlig unangemessen, denn erstens brauchen korrekte Ermittlungen nun mal seine Zeit. Ja, das kann jeder Polizist bestätigen. Und zweitens empfinde ich es sehr wohl als Erfolg, dass bereits nach 12 Stunden das Fluchtauto ermittelt worden sein soll. Zumal die Freundin des Verstorbenen nur sehr vage Beschreibungen vom Fahrzeug machen konnte. Ne? Eben nur, dass es hell gewesen sei und dass sie weder die Automarke noch das Kennzeichen erkannt habe. Ich meine, Moskau ist kein kleiner Dorfweiler mit 80 Einwohnern, wo man mal eben zu Fuß durchläuft und nachschaut, wo hier ein helles Auto steht. Ich stelle mir gerade vor, das Ganze hätte sich in den USA zugetragen und dann hätte dieser Mensch wohl gesagt: Die US-Behörden arbeiten gut und effektiv. Das Fluchtauto wurde bereits nach 12 Stunden ermittelt, obwohl nur sehr vage Hinweise vorlagen. Und es ist denn 12 Stunden nach der Tat auch der Fluchtwagen der Täter gefunden worden. Das ist es aber auch schon. Unsere Medien scheinen ja ziemlich verwöhnt zu sein, ne? So was schnelle Ermittlungserfolge anbelangt. Aber es hat nun mal nicht jeder Ermittler so viel Glück, dass die Täter ihren Ausweis im Fluchtauto liegen lassen, wie das bei dem Charlie Hebdo-Attentat der Fall gewesen sein soll. Ne? Oder bei 9/11, als man im pulverisierten Schutt der Türme den unversehrten Ausweis eines der Terroristen gefunden haben will. Dieses Glück der gefundenen Täterausweise am Tatort oder im Fluchtauto, das hat eben nicht jeder Ermittler. Und deshalb dauert so eine Ermittlungsarbeit eben seine Zeit. Aber mittlerweile will man ja auch die Täter gefunden haben. Alle mit islamischem Hintergrund. Und da fragt man sich natürlich, weshalb ein Moslem Interesse haben sollte, Nemzow umzubringen. Und die Antwort scheint mir rein oberflächlich betrachtet zu sein, dass es keinen logischen Grund gibt. Es sei denn, man wäre für einen Moment, jetzt mal kurz, ja, bereit, um zwei Ecken zu denken und sich zum Beispiel an die russische Intervention in Dagestan zu erinnern, die Putin ja veranlasst hatte, nachdem die Tschetschenen in Dagestan eingefallen waren, um dort einen Kalifatstaat auszurufen und auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, bereits einige hundert Menschen ermordet hatten. Ja, und da hat der Herr Wladimir Putin eben gesagt, nee, vergesst das mit dem Kalifatstaat und weiteren Morden, ja, sowas wollen wir ja nicht. Denn diese Region ist wichtig für unseren Transitverkehr nach Aserbaidschan und in den Iran. Ja, und dann hat Putin eben das russische Militär geschickt und ziemlich schnell war der tschetschenische Traum vom Kalifatstaat in Dagestan ausgeträumt. Jetzt sagst du natürlich mit Recht, na, also wenn er was gegen Putin hätte, wieso bringt er dann nicht einfach Putin um, sondern macht's auf Umwege, indem er Putins politischen Gegner tötet, wissend, dass man diesen Mord Putin unterstellen wird? Die Antwort ist einfach, Putin bringt man nicht so einfach um. Das ist bei den vielen versuchten Mordanschlägen auf ihn bislang offensichtlich noch niemandem gelungen. Ja, aber was hätte dann dieser Mord diesem tschetschenischen mutmaßlichen Täter gebracht? Eigentlich nur das, dass sich die westlichen Medien ziemlich schnell darauf geeinigt hatten, zu suggerieren, dass dieser Mord im Auftrag von Putin ausgeführt worden sei. Und somit hätte der mutmaßlich tschetschenische Mörder auf diesem Weg erreicht, dass Putins Ansehen noch weiter sinkt. Und auch nicht wenige der sogenannten Putin-Versteher nun sagen, also, ich habe den ja immer so ein bisschen verstanden, diesen Putin. Aber dieser Mord jetzt, der war so gemein, jetzt bin ich auch dafür, dass man was gegen den unternimmt. Dass der mutmaßliche tschetschenische Täter, also wie gesagt, wenn er es denn wirklich gewesen sein sollte, denn mittlerweile hat er das ja dementiert, den Mord dann nicht allein ausgeführt haben würde, könnte man vermuten, wenn man sich die gemeinsamen Interessen
derer ansieht, denen ebenso daran liegt, Putin zumindest politisch zu eliminieren. Und möglicherweise wird ja jetzt die US-Lieferung von Drohnen und Panzerfahrzeugen in die Ukraine sehr viel bereitwilliger hingenommen bei uns, ne? Denn gegen diesen angeblichen Auftragsmörder Putin muss sich die Ukraine und natürlich auch der gesamte Westen schließlich verteidigen können. Aber ganz klar, all das ist reine Spekulation. Die in den sogenannten Leitmedien, die spekulieren ja auch ständig. Ja? In jeder Talkshow wird spekuliert, ich bin schon fast geneigt zu sagen, suggeriert, dass Putin in diesen Mord involviert sei. Ja, und da dachte ich, spekulierst jetzt auch mal einfach so ein bisschen. Und wie gesagt, ich suggeriere nichts. Gar nicht, ja. Im Gegensatz zu unseren sogenannten Leitmedien, dass es so sei. Ich spekuliere lediglich, wer von diesem Mord profitiert. Ja, und da möchte ich jetzt einfach mal im Folgenden schauen, ob ich dieser Antwort etwas näher komme. Täuscht dieses Bild oder ist die Opposition tatsächlich so stark? Nein, sie ist nach wie vor in viele kleine Fraktionen zerstritten. Wir erfahren hier also, dass die Opposition in viele kleine Fraktionen zerstritten sind und da sie das sind, sagt das somit gleichzeitig aus, dass keine dieser Parteien bislang eine wirkliche Gefahr für die Regierung Putin gewesen sein konnte. Und Putin somit, also zumindest mal von diesem Aspekt ausgehend, überhaupt keinen logisch nachvollziehbaren Grund gehabt haben könnte, den Ermordeten töten zu lassen. Denn er gewinnt dadurch nichts. Aber hören wir mal weiter. Was wir allerdings gestern gesehen haben, war tatsächlich die erste größere Manifestation seit langem wieder mal. Wenn denn die Veranstalterzahlen stimmen, waren es weit über 70.000 allein in Moskau. Und in anderen Städten hat es eben auch Großdemonstrationen gegeben. Es könnte also tatsächlich so sein, dass die Opposition sich jetzt einigt. Es könnte also durchaus sein, dass sich aufgrund dieses Mordes die zerstrittene Opposition einigt. Und das wäre dann auch überhaupt keine unübliche Reaktion, ja? Denn ein quasi Angriff von außen einigte zu allen Zeiten zerstrittene Gruppen. Das konnte man auch sehr gut am Beispiel der sonst zerstrittenen Hooligans sehen, als sie wegen eines gemeinsamen Feindes plötzlich vereinigt, als Hooligans auf den Plan traten. Dieser Mechanismus ist sogar bis zu einem gewissen Grad vorausrechenbar und ergo gezielt steuerbar. Ja? Mal ein Beispiel dazu. Stell dir einfach mal kurz vor, du lebst in einem Dorf vor einigen Jahrhunderten. Ja? Und der Oberdorfmensch dort, also quasi der Häuptling, wenn man so will, der dort das Sagen hat, den kannst du nicht ab, den willst du weghaben. Und einige andere, die wollen das auch, aber die sind zu wenig und außerdem sind die auch noch zerstritten. Dein Ziel ist es aber, erstens, dass es mehr werden, die diesen Oberdorfmenschen nicht mehr wollen, ne, weil das sind bislang viel zu wenige, die meisten finden den gut, was der macht, aber du möchtest einfach grundsätzlich, dass es mehr werden. Und zweitens, dass die, die ihn jetzt schon nicht mehr gut finden, die aber noch viel zu wenige sind, endlich aufhören zu streiten, um dann vereint gegen diesen Oberhäuptling vorzugehen. Also, welches Ereignis müsste stattfinden, damit du deinem Ziel näher kämst? Es müsste ein Ereignis sein, das die vielen, ja, die den Häuptling bislang gut finden, dazu bringt, an ihrer Haltung ihm gegenüber zu zweifeln. Und es müsste gleichzeitig ein Ereignis sein, das die vielen kleinen zerstrittenen Gruppen vereint. Und was bietet sich da an? Natürlich etwas, das die Dorfbewohner emotional bewegt und aufbringt, ja? Denn es gibt kein effektiveres Tool, Menschen zu lenken, als durch in ihnen hervorgerufene Emotionen. Keine noch so glasklaren Argumente, ja, logische Argumente, können da mithalten. Also, du könntest zum Beispiel jemanden auf dramatische Weise umbringen lassen, ja? Und dann dezent Gerüchte streuen, dass der Oberhäuptling das gemacht haben könnte. Etwa, weil er wohl Angst vor der zerstrittenen kleinen Konkurrenz haben würde. Das wäre zwar nicht logisch, ne? Denn die zerstrittene kleine Gegnergruppe, die war überhaupt keine Gefahr für ihn. Aber das Dorfvolk, das ist durch diesen feigen Mord so schockiert, dass sich erste Zweifel breit machen. Und die kleinen zerstrittenen Gruppen sagen sich, jetzt wo unser verhasster Dorfhäuptling so etwas Gemeines gemacht hat, ja, da legen wir unseren Streit beiseite und kämpfen gemeinsam. Denn vielleicht sind wir ja die Nächsten, die dran glauben müssen. Nee. Also wir müssen uns jetzt vereinigen. Was wir allerdings gestern gesehen haben, war tatsächlich die erste größere Manifestation seit langem wieder mal. Es könnte also tatsächlich so sein, dass die Opposition sich jetzt einigt. Wir hören also, dass sich die verstrittene, bislang unbedeutend kleine Opposition nun möglicherweise vereinigt, um gegen den Oberhäuptling vorzugehen. Und wir hören zudem auch noch, dass
all jene, die bislang zufrieden mit ihrem Häuptling waren, jetzt erschüttert sind und möglicherweise erste Zweifel an seiner Führung aufkommen. Moskau ist noch immer erschüttert nach dem Mord am Oppositionspolitiker Boris Nemtsov. Man könnte also bis hierher sagen, dass der Dorfhäuptling durch diesen feigen Mord nur Nachteile hat. Denn die bislang eher unbedeutenden, zerstrittenen Oppositionsfraktionen könnten sich ja jetzt vereinigen. Und sogar das Volk, das bislang mehrheitlich hinter dem Herrscher stand, ja, das ist jetzt verunsichert und schockiert. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass sich die Herrscher der Nachbardörfer indirekt nun gegen diesen Dorfhäuptling solidarisieren, ja. Und auch zum Begräbnis des ermordeten Oppositionsmitgliedes persönlich vorbeikommen, um ihr Beileid zu bekunden. Was übrigens allein genommen schon ein Affront ist, denn das impliziert ja schon, dass davon ausgegangen wird, dass es sich um einen besonderen Mord handele, ergo um einen Mord, den der Dorfhäuptling höchstpersönlich in Auftrag gegeben habe. Denn handelte es sich um einen, in Anführungszeichen, üblichen Mord, dann müssten die EU-Vertreter täglich eine Rundreise in ganz Europa machen, da es sehr viele Totgeschossene zu betrauern gäbe. Der Oberhäuptling hat nun also viele neue Feinde und er muss sich jetzt mit einer, mutmaßlich, haben wir ja gehört, stärker werdenden Opposition auseinandersetzen. Das ist ja auch nichts, was er sich gewünscht haben wird, ne? Hat ihm also dieser feige Mord, und zwar jetzt mal nur auf die eben genannten Aspekte bezogen, ja, auf irgendeine Weise genutzt? Denn wenn er das nicht hat, weshalb hätte er ihn beauftragen sollen? Wem aber nützt dieser Tod, also dieser feige Mord? Wem nützt der? Der Chefpropagandist von Herrn Putin, Dmitri Kiseljow, hat gestern in einer Talkshow erklärt, in seiner wöchentlichen Propagandasendung, Nemtsov sei eigentlich kein relevanter Politiker, er sei auch für Putin keine Gefahr, und hat denn mit dem Finger gezeigt auf den Westen, nur ein toter Oppositioneller Nemtsov nutze dem Westen, nicht ein lebender. Hier ist also abfällig von einem Chefpropagandisten Putins die Rede, der in seiner, ich zitiere, Propagandasendung Diverses gesagt hätte. Und diese Einleitung ist von Objektivität so weit entfernt wie Moskau von einem Bergdorf in Peru. Gleiches könnte man nämlich ebenso von unseren Propagandainstitutionen behaupten, und dazu mal folgendes Beispiel. Propaganda auf allen wichtigen russischsprachigen Kanälen lässt Millionen Menschen immerhin glauben, in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, herrschen blutrünstige Faschisten. Wir erfahren hier also von Herrn Kleber, dass russische Propagandasender, ja, völlig falsche Informationen verbreiten, indem sie behaupten, dass in der Hauptstadt der Ukraine blutrünstige Faschisten herrschen. Ja. Und da bin ich jetzt natürlich happy, dass sich das CDF vorgenommen hat, diese Propaganda zu entlarven. Also hören wir mal weiter. Wir und viele Medien sind Hinweisen nachgegangen, ob das stimmt, und haben festgestellt, es gibt diese Faschisten nicht. Der Herr Kleber informiert hier also, dass das ZDF Hinweisen nachgegangen sei, also extra für uns recherchiert habe, ja, um herauszufinden, ob an dieser russischen Propaganda etwas dran sei. Man könnte somit sagen, dass sich das ZDF für die von uns zwangseingezogenen Rundfunkbeiträge auch wirklich ins Zeug legt. Und bei diesen Recherchen wollen sie festgestellt haben, dass es diese Faschisten gar nicht gäbe. Und weil das ZDF natürlich kein Propagandasender ist, ne, der irgendwelche Sachen erzählt, die komplett erlogen sind, und das ZDF zudem noch extra ermittelt haben, um jeden Irrtum auszuschließen, hätte man sich an dieser Stelle beruhigt zurücklehnen können, wenn die Realität nicht eine völlig andere gewesen wäre. Ehre der Ukraine, rufen sie. Im Krieg sind alle patriotisch. Erst recht diese Freiwilligen des rechten Sektors, der im Februar auf dem Maidan gewalttätig geworden war. Die Freiwilligen dieser Einheit eroberten die Hafenstadt Mariupol zurück, neben der Armee. Im sogenannten Azov-Bataillon finden sich ebenfalls Rechtsradikale. Wie alle Bataillone bilden sie im Krieg die Vorhut. Sie säubern, sagen sie, im Häuserkampf. Sie säubern, sagen sie, im Häuserkampf.
Diese ukrainischen Nazis, ja, gegen die die NPD so harmlos wie ein Kaninchenzüchterverein ist, säubern also im Häuserkampf. Und das bedeutet natürlich im Klartext, sie töten ihre ukrainischen Brüder, Schwestern und deren Kinder. Weil diese die faschistische, vom Westen massiv unterstützte Regierung nicht haben wollen. Es gibt diese Faschisten nicht, jedenfalls nicht an verantwortlicher Stelle in Kiew. Ihr Kommandeur, ein Neonazi. Neuerdings steht er in Kiew. Neben dem ukrainischen Justizminister. Sie lächeln sich zu. Der Minister preist den Heldenmut des Heimatverteidigers. Frau Merkel, der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Swoboda-Partei. Es gibt diese Faschisten nicht, jedenfalls nicht an verantwortlicher Stelle in Kiew. Halten wir also zumindest was diesen Punkt anbelangt, schon mal fest, dass die von Herrn Kleber so bezeichnete russische Propaganda gar keine Propaganda war, sondern einfach den Tatsachen entsprach, während Herr Kleber respektive das ZDF tatsächlich Propaganda betrieben, indem sie Dinge als recherchiert behaupteten, die sich als komplette Lüge herausstellten. An irgendein Wort lässt mich dieses ganze Vorgehen denken. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Moment. Ah, doch. Lügenpresse war das Wort. Korrekt. Das war das passende Wort. Übrigens, der Begriff Propaganda kommt vom lateinischen Begriff propagare und bedeutet verbreiten. Propaganda meint beziehungsweise bedeutet also den absichtlichen Versuch, öffentliche Sichtweisen zu formen und Erkenntnisse zu manipulieren, um dann eine gewünschte Reaktion zu erzeugen. Und was könnte in diesem Fall die gewünschte Reaktion gewesen sein? Natürlich die, dass wir es gut und richtig empfinden, wenn der Westen sogenannte Freiheitskämpfer unterstützt, die sich gegen Russland positionieren. Und das stört es natürlich, wenn die Bevölkerung wüsste, dass dort jede Menge Nazis sind, weil die Deutschen es nicht verstehen würden, weshalb man in Deutschland beim kleinsten Hauch eines Verdachtes jemanden als Nazi bezeichnet und ächtet, während man in der Ukraine offen aggressiv agierende Nazis unterstützt. Wobei das mit den ukrainischen Nazis natürlich auch der deutschen Regierung unangenehm sein wird, aber es sind nun mal die, die gegen Russland auftreten. Und in so einem Fall kann man aus radikalen Nazis schon mal freiheitsliebende, aufopfernde Kämpfer machen. Das ist alles eine Frage der Propaganda, ne, Herr Kleber? Beziehungsweise der Public Relations, also der sogenannten Öffentlichkeitsarbeit. Und was wir auch feststellen müssen, den sogenannten Propagandakrieg mit Russland, den haben wir als Westen eh schon längst verloren. Ja, so ist sie, die deutsche Bescheidenheit. Ich finde aber, dass wir, was Propaganda anbelangt, ganz gut im Rennen sind. Was ich gerade als Deutschland peinlich finde. Ich meine, wir haben Propaganda erfunden, Freunde. Also gerade lobe ich Sie noch wegen Ihrer unangebrachten Bescheidenheit und jetzt fahren Sie schon wieder das Wir-Deutsche-haben-alles-erfunden-Programm, denn Propaganda wurde nicht von den Deutschen erfunden. Das war ein Mr. Edward Bernays, an dessen Ideen sich Goebbels dann lediglich bedient hatte. Also jetzt nicht schon wieder größenwahnsinnig werden, Herr Heute-Show-Sprecher, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Aber kommen wir noch mal kurz zum Mord an Boris Nemtsov zurück und halten einfach mal fest, dass sein Tod Putin, zumindest unter dem bisherigen Aspekt betrachtet, mehr geschadet als genützt hat. Es soll aber tatsächlich einen weiteren Aspekt geben, aufgrund dessen Putin von Nemtsovs Tod profitiert haben könnte. Und den hören wir uns jetzt einfach mal kurz an. Das heißt hier in Meldungen, Herr Lichte, und das klang ja auch in dem Bericht gerade an, Nemtsov habe an einem Bericht über die russische Beteiligung am Ukraine-Krieg gearbeitet. Dieser Bericht wäre in Kürze fertig geworden. Was ist denn davon zu halten? Ja, das hört man überall, dass an diesem Bericht gearbeitet worden sei. Und der Kreml hat ja immer wieder bestritten, aktiv in der Ukraine tätig geworden zu sein. Nemtsov soll jetzt allerdings belastbares Material gehabt haben. Was daraus nun geworden ist, das wissen wir nicht. Ob es diesen Bericht tatsächlich gibt, beziehungsweise ob sich Putin am Ukraine-Krieg beteiligt hat, darauf kann ich jetzt gar nicht näher eingehen können. Denn erstens weiß ich es ganz einfach nicht und zweitens müsste ich dann natürlich fairerweise ebenso darauf eingehen, welch große Beteiligung, ja,
die USA am Ukraine-Krieg hat. Und da müsste ich dann auch gar nicht lange ins Dunkle spekulieren. Da gäbe es dann tatsächlich ausreichend Originalaussagen, zum Beispiel von Victoria Nuland, in welch großem finanziellen Ausmaß die USA in die antirussische Haltung der Ukraine investiert hat, ja. Aber natürlich investierte und investiert nach wie vor die USA nicht nur in die antirussische Haltung, also in diese eher subtilen Vorgehensweisen, sondern schickten bereits seit Anfang 2014 US-Söldner, um die faschistischen Freiheitskämpfer auch wirklich weniger subtil unterstützt zu wissen. Ja, das lässt sich die USA nicht nehmen, US-Söldner zur Unterstützung von Freiheitskämpfern, wohin das Auge blickt. In Libyen war das so, in Syrien natürlich auch, und wobei da jetzt der IS von profitiert, ne? Aber was soll man machen? Shit happens nun mal. Also, das darf man ja nicht so eng sehen. Wenn also Putin die prorussischen Kämpfer mit Waffen und Know-how unterstützt haben sollte, empfände ich das nicht als abwegig, ja? Ich meine, die USA machen das ja schon seit Jahrzehnten und vielleicht schaut man sich ja auch gegenseitig so ein bisschen was ab und sagt sich dann, naja, also wenn die USA das machen, muss ich das ja auch tun. Sonst haben die prorussischen Kämpfer ja null Chancen. Also tun wir mal für einen Moment so, als sei es ein Fakt, dass Putin Waffen geliefert hätte, ja? Und Putin das Zittern bekam, als er von Nemtsovs Bericht, der angeblich Putins Beteiligung am Ukraine-Krieg beweisen soll, gehört hatte. Und gehen wir mal kurz vom Schlimmsten aus und denken, dass Putin Nemtsov umbringen lassen wollte. Okay, dann von dieser Situation ausgehend mal ein kleines Gedankenspiel. Stell dir vor, du willst jemanden umnieten lassen, okay? Und stell dir des Weiteren vor, du wärst einigermaßen clever und würdest nicht wollen, dass gleich die halbe Welt drauf käme, dass du das gewesen wärst. Wie würdest du das machen? Würdest du das Opfer gerade mal 500 Meter vor deiner Haustür entfernt ermorden lassen, damit sich selbst der dämlichste Ermittler nur einmal umdrehen müsste, um darauf zu kommen, dass er bei dir als allererstes nachfragen sollte? Oder würdest du nicht eher, sagen wir mal, eine Art Unfall provozieren lassen? Vielleicht die Bremsen präparieren lassen? Was weiß ich, da gäbe es ja viele Möglichkeiten, ne? Oder einen Selbstmord inszenieren? Ich meine, das wäre immerhin eine beliebte und oft genutzte Geheimdienstmethode. Dann könnte die Welt zwar immer noch spekulieren, dass du es gewesen seist, aber es gäbe eben nicht dieses blitzeblanke Silbertablett, auf dem stünde, dass du es warst. Also was meinst du? Welche der Optionen würdest du wählen, wenn du aber auch nur einigermaßen, also so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen clever wärst? Wie bitte? Was sagst du? Möglichst nicht direkt vor deiner Haustür? Ich sehe schon, du hast es drauf. So, und jetzt gehen wir mal kurz zu Putin und hören in einen ZDF-Bericht rein. In der Lubjanka, der Moskauer Zentrale des KGB, lernt Putin das Agentenhandwerk. Er ist klug und hartnäckig. Okay, wir erfahren, Putin erlernte das Agentenhandwerk und ist klug und hartnäckig. Und da frage ich dich jetzt einfach mal, wenn du schon so clever wärst, einen Auftragsmord nicht direkt vor deiner Haustüre ausführen zu lassen, denkst du dann ernsthaft, dass Putin als ein, ich zitiere das CDF, kluger Ex-Geheimdienstagent so bescheuert wäre, jemanden in unmittelbarer Nähe seines Wirkungsortes töten zu lassen, um dann quasi schon mal nonverbal damit zu sagen, hey, hallo, ich war das. Das kannst du nicht ernsthaft denken, denn wir hatten ja schon festgestellt, dass du clever bist. Aber, also du brauchst dich noch nicht gleich festlegen, ne? Ich möchte dir zuvor noch zeigen, wie in etwa so ein vom Geheimdienst durchgeführter Mord aussehen könnte. Um zu überleben, setzt die Regierung in Jerusalem rigorose Mittel ein. Polizei, Armee und Geheimdienste dürfen Staatsfeinde gezielt töten. Die Regierung unterscheidet laute und leise Exekutionen. Die Lauten sollen Angst und Schrecken verbreiten. Die Leisen unter keinen Umständen mit dem jüdischen Staat in Verbindung gebracht werden. Am 19. Januar 2010 kommt es im Emirat Dubai zu einer Exekution. Im Hotel Al-Bustan Rotana lässt sich der Mossad erstmals bei einer Hinrichtung in die Karten schauen. Unfreiwillig. Eigentlich sollte niemand jemals von der Exekution erfahren. Aber die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Hotel erlauben später eine minutiöse Rekonstruktion des Mordes.
Um 15.25 Uhr trifft die Zielperson im Hotel ein. Mahmoud Mabhouh. An der Rezeption erwarten ihn bereits zwei Mossad-Agenten im Tennis-Outfit. Erste Aufgabe für die beiden Mossad-Agenten in Tenniskleidung: Welches Zimmer hat Mabhouh? Zimmer 230. Während sich Mabhouh vermutlich im Bad auffrischt, geht der Agent scheinbar irritiert den Gang entlang. Ihn interessiert, welches Zimmer gegenüber von 230 liegt. 237. Das Zimmer reservieren andere Mossad-Agenten wenig später als Operationsbasis. 18.32 Uhr, zwei Stunden später, trifft das erste Kidon-Team ein. Die beiden Männer verschwinden in Zimmer 237. Der ganze Ablauf nicht viel anders als zu seiner Zeit, sagt Gachimron. Etwa 20 Agenten, schätzt er, waren im Einsatz. Man muss entscheiden, ist das der richtige Ort? Man braucht Leute, die observieren und alles im Auge behalten, die die Zielperson verfolgen. Wieder andere sind für die Kommunikation zuständig, einer, der die Befehle erteilt. Es ist eine große Operation. Gegen 20.35 Uhr wird Mabhouh in Zimmer 230 ermordet. Die Attentäter injizieren dem Hamas-Mann gewaltsam ein Narkosemittel, das ihn wehrlos macht, und ersticken ihn dann mit einem Kissen. Es soll wie ein natürlicher Tod aussehen. Sie hinterlassen keine Spuren. Es soll wie ein natürlicher Tod aussehen. Sie hinterlassen keine Spuren. Okay, ihr seht schon selbst, wenn Geheimdienste, und zwar völlig egal, ob nun der Mossad, MI6, die CIA oder welcher Geheimdienst auch immer, einen Menschen ermorden lassen möchte, ja, dann machen die sich die Mühe, möglichst nicht erkennen zu lassen, wer der Mörder ist. Es heißt ja auch nicht umsonst Geheimdienst, ja, und nicht schöner Morden in der Öffentlichkeit oder irgend so etwas, ne? Dass sich der Mossad hier ausgerechnet von der Überwachungskamera hat filmen lassen, läuft unter der Rubrik dumm gelaufen. Aber für gewöhnlich agieren Geheimdienste definitiv cleverer. Wobei, das mit dem cleverer agieren stimmt ja nun auch nicht, ne? Wenn ich daran denke, wie dilettantisch die CIA versuchte, Fidel Castro mit einer vergifteten Zigarre umzubringen. Oder wenn ich an die vergiftete Zahnpasta für Lumumba denke. Ach, die Liste der Staatschefs. Andere Länder, die die USA versuchte umbringen zu lassen, die ist lang. Damit fangen wir jetzt also besser gar nicht erst an, sonst wird hier so eine Never-Ending-Story. Außerdem hat sich der amerikanische Geheimdienst mittlerweile eher darauf spezialisiert, sogenannte Revolutionen in anderen Ländern zu finanzieren, damit es dort so richtig zu Randale kommt und die USA dann als Retter auftreten kann, die für ein Regime-Change plädiert. Das ist eh viel eleganter, als die einzelnen Staatschefs mit vergifteten Zahnpasten liquidieren zu wollen und macht somit einfach ein besseres Image. Keiner kann verstehen, warum Moskau im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen. Wann hat es das jemals gegeben, dass ein Land in einem anderen Land Verbrecherbande derart unterstützt? Okay, ich erinnere mich dunkel, dass die USA in Afghanistan die Taliban und die Mujahideen finanziert haben im Kampf gegen die Russen, das stimmt. Aber sonst? Okay, in Nicaragua haben die USA die Contras finanziert im Kampf gegen die Sandinisten. Die waren auch demokratisch gewählt. Wenn wir jetzt schon dabei sind. Iran 1953, der demokratisch gewählte Ministerpräsident, wurde vom CIA geputscht, weggeputscht, um den alten Schah wieder zu installieren. Und Salvador Allende, der demokratisch gewählte linke Präsident Chiles, wurde mit einem faschistischen Putsch hinweggefegt, organisiert von den USA. Sie haben in Libyen die Rebellen unterstützt, um Gaddafi loszuwerden. Man könnte auch zusammenfassend sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten 40 Jahren noch mit jedem Schwein und Verbrecher auf der Welt zusammengearbeitet, solange die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen Großkonzerne gewahrt geblieben sind. Ach, das hat er aber schön auf den Punkt gebracht, ne? Aber kommen wir zurück zu Putin und fassen zusammen. Ein auch nur einigermaßen versierter Geheimdienstmensch würde definitiv niemals, ja, eine Person, die er zu liquidieren wünscht, vor der eigenen Haustüre ermorden lassen. Ich denke, das lernt man schon in der ersten Klasse, also wenn es sowas gibt, ne? Bei der Geheimdienstschule, da sagen die dir, hey, Tipp Nummer 1, kill niemals jemand direkt vor deiner Haustür. Sonst checkt der Dorfkopf sofort, dass du das warst. Und falls mir jetzt wieder spätestens an diesem
dieser Stelle jemand schreiben möchte, hey, wieso redest du so komisch, als ob du kleine Kinder vor dir hättest, dem möchte ich sagen. Es gibt nun mal verschiedene Weisen, mit kompletter Fassungslosigkeit gemischt mit Wut, ja, umzugehen. Die einen, die hauen da auf einen Boxsack drauf und die anderen, die gehen vielleicht in den Wald und machen eine Schreitherapie. Und ich kann eben nicht anders, als ironisch zu werden, wenn sich so eine Wut-Fassungslosigkeit-Melange in mir ausbreitet. Und das tut es bei diesem Thema, weil ich gar nicht fassen kann, ja, dass es Leute gibt, die ernsthaft annehmen, dass irgendein versierter Geheimdienstmensch, ja, egal welcher, so bescheuert sein könnte, jemanden direkt vor der eigenen Haustür zu killen. Ja, und dann habe ich immer das Bedürfnis, das so sicher, also so easy und sicher wie möglich zu vermitteln, also dass es auch Kinder verstehen, und deshalb verfalle ich dann wahrscheinlich in diesen Modus. Wenn du damit nicht klarkommst, ja, oder es nicht abkannst, was natürlich völlig legitim ist, dann musst du einfach zum CDF gehen, beziehungsweise CDF anschauen. Dort wird mit dir wie mit einem Erwachsenen gesprochen, ja? Auch wenn der Inhalt dessen oft eine Beleidigung, selbst für das kleinste Kindergehirn, wäre. In allen großen aktuellen Konflikten Syrien, Irak, Palästina, Ukraine und besonders Ukraine, wem soll man da trauen? Andererseits ist es ja auch keine Option, nun gar nichts mehr als Tatsache zu akzeptieren. Der Herr CDF Klaus Kleber, ja, der gibt ja also selbst zu bedenken, dass es eigentlich gar nicht herauszufinden sei, welchen Nachrichten man vertrauen könne. Ja. Dass man andererseits ja aber irgendetwas als Wahrheit akzeptieren sollte, ja, und sich deshalb doch besser vertrauensvoll an die Aussagen des CDFs halten möge. Wir und viele Medien sind Hinweisen nachgegangen, ob das stimmt, und haben festgestellt, es gibt diese Faschisten nicht. Vielleicht nimmt Russland nach Krim und Ostukraine schon das nächste Ziel ins Auge, Österreich. Das ist furchtbar. Das war mal. Ich bekomme ja hin und wieder Mails, worin steht, du wirst von Putin bezahlt, antiwestliche Propaganda zu betreiben, und dazu möchte ich einfach mal sagen, die westlichen Medien, die brauchen gar niemanden, der sie diskreditiert, diesen Job übernehmen sie durch ihre einseitige Berichterstattung schon selbst. Aber darüber hinaus könnte ich jetzt weitere 100 Male sagen, dass ich mit meinen Witzreihen gar nichts verdiene. Es wäre dennoch nie oft genug gesagt, weil das Misstrauen um sich greift, was ich aber auch bis zu einem bestimmten Punkt verstehen kann. Denn so häufig hast du möglicherweise den Eindruck, angelogen oder abgezockt oder zumindest übervorteilt zu werden. Und da ist es eben die logische Konsequenz, dass man sich absichern will, um nicht zu den Opfern zu gehören. Absichern können wirst du dich aber niemals, indem du darüber spekulierst, ob der Überbringer einer Nachricht seriös wirkt oder wie er aussieht oder ob er mal etwas Suspektes gesagt haben mag oder welche Stimme er hat. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie du dich absichern kannst, ja, ob das Gesagte zutrifft oder nicht, und das ist und bleibt, indem du dich selbst informierst. Tust du das nicht, dann wirst du immer darauf angewiesen bleiben, dich auf äußere Merkmale vermeintlicher Seriosität verlassen zu müssen. Du wirst also diesen äußeren Merkmalen ausgeliefert sein, und ausgeliefert sind nur Opfer, womit sich der Kreis wieder schließt. Anstatt also einfach nur die übermittelte Nachricht nachzurecherchieren, konzentriert man sich auf den Überbringer der Nachricht und recherchiert zeitintensiv, ob dessen Background seriös wirke oder ob dessen Stimme eines Nachrichtenübermittlers würdig sei. Ja, da kommen dann so Kommentare wie, die sich manchmal bewegende Schrift in deinen Videos, ja, die wirkt so unseriös und deine Stimme ja sowieso. Deshalb kann ich dir nicht glauben. Dazu kann ich nur sagen, du sollst mir ja auch gar nicht glauben, ne? Ich gründe ja keine neue Religion. Alles, was ich tue, ist alle 1 bis 3 Monate, ne, je nachdem, wie ich Zeit habe, mal ein Witt zu machen, indem ich aufzeige, wie sich mir diverse Dinge darstellen. Und solltest du ein gutes Gegenargument haben, ne, dann freue ich mich darüber, weil es meinen Blickwinkel nur erweitern kann. Aber einfach nur zu sagen, oh, deine unseriöse Stimme oder die sich manchmal bewegenden Buchstaben, ja, die wirken auf mich so unseriös, weil ich es von Klaus Kleber anders gewohnt bin, das ist natürlich dann kein verwertbares Argument, ne?
Was mich anbelangt, kann ich nur sagen, dass ich Putin nicht als Posterboy über meinem Bett hängen habe. Ja, da hängt jemand ganz anderem. Und sollte sich morgen durch ein Wunder herausstellen, dass Obama tatsächlich der Friedensfürst ist, als der er promoted wird und all seine bisherigen Thronentoten nur ein schlechter Scherz sind, dann würde ich sofort sagen, oh wie schön, da freue ich mich jetzt aber. Ich schmeiß jetzt sofort eine Party für diesen Obama. Verstehst du, was ich sagen möchte? Also mir wäre es vollkommen egal, ob ein Mr. Putin nun der Böse und Obama der Gute ist oder umgedreht. Ne? Ich habe mit keinem von beiden privat zu tun und am liebsten wäre es mir sowieso. Alle würden sich die Hand geben und sagen, jetzt kommt schon, lassen wir den Quatsch. Zu irgendetwas Positivem muss uns die Evolution ja geführt haben. Ne? Also lasst uns gemeinsam schauen, wie die Welt zu einem besseren Ort wird. Da es aber aktuell nicht danach aussieht, ja, also leider aktuell nicht danach aussieht, als ob das passieren würde und im Gegenzug dazu ein dritter Weltkrieg nicht mehr ausgeschlossen scheint, ja, ist es mir einfach wichtig aufzuzeigen, wie sich die Dinge aus meiner Sicht darstellen. Und das definitiv nicht, weil ich annehmen würde, dass meine Sichtweise die einzig wahre sei, ja, so bin ich überhaupt nicht drauf. Im Gegenteil, ich empfinde es als hochsuspekt, wenn da jemand durch die Gegend läuft und propagiert, dass seine Sichtweise einen Siegel für die einzig wahre Wahrheit hätte. Ich kann es nur einfach oft gar nicht fassen, dass zu viele Menschen, die für mich, ja, jetzt mal für mich, als Offensichtlichkeiten wahrgenommenen Sachverhalte gar nicht sehen. Ja? Und da denke ich mir dann, vielleicht bin ich ja jetzt in einem Paralleluniversum gelandet, in dem ein anderer Film läuft. Keine Ahnung, könnte ja möglich sein, ne? Es kann doch nicht sein, also das denke ich mir dann, dass man so Offensichtliches nicht wahrnehmen kann. Also für mich offensichtlich ist, ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht offensichtlich, vielleicht ist es ja auch total falsch. Und deshalb möchte ich euch mit folgendem Ausschnitt aus einer WDR-Doku zeigen, weshalb ich den tatsächlichen Aggressor nicht in Putin, sondern in der US-Regierung sehe. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine dramatische Eskalation amerikanischer Militärschläge erlebt. Entschieden und geplant wurden sie von einer kleinen politischen Elite in Washington, die meist von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Diese wahren Hintergründe gelangten nur mit Hilfe von durchgesickerten Informationen an die Öffentlichkeit. Und das oft Jahre nachdem die Bomben gefallen und die überlebenden Soldaten nach Hause zurückgekehrt waren. Immer wieder die gleiche Strategie. Manipulation statt Information. Propaganda statt Aufklärung. Schon der Vietnamkrieg lässt klar ein System der Kriegspropaganda erkennen. We fight for the principle of self-determination. That the people of South Vietnam should be able to choose their own course, choose it in free election, without violence, without terror, and without fear. Immer mehr drängte sich mir die Frage auf, ob wir nicht vielmehr belogen wurden. Solomon sieht Parallelen zwischen der Propaganda für den Vietnamkrieg und für spätere Militäraktionen der USA. Während ich mir die Geschichte anschaute, beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass sich zwar die Namen der Länder änderten und die Situationen auch irgendwie unterschiedlich waren, aber es gab immer auffällige Parallelen. So gut wie nie fällt ein Krieg einfach so vom Himmel. Die Grundlage muss gelegt und der Fall konstruiert werden. Und oft werden wir dabei betrogen. Gerade weil nicht wenige von massiver Propaganda in Russland sprechen, die es nebenbei bemerkt in jedem Land dieser Erde gibt, ja, sie unterscheidet sich nur im Feintuning. Manchmal ist sie subtiler, manchmal eben ein bisschen offensichtlicher. Aber wie gesagt, gerade all jene, die in Russland das Zentrum der Propaganda vermuten, würde ich jetzt bitten, beim Folgenden besonders aufmerksam zu sein. Denn die USA hat Propaganda über die letzten Jahrzehnte nahezu kultiviert. Okay, wir fangen mit einem sehr alten Beispiel an, und zwar ging es damals darum, der US-Bevölkerung Angst vor allen Ländern mit kommunistischen Regimen zu machen, ja? Und diese Propagandashow, die hörte sich folgendermaßen an. Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. That we are living in an era marked by the growth of socialism. Its basic godless philosophy. Lying. Dirty. Its goal of world conquest. Shrewd. Godless. Its insidious tactics. Murderous. Determined. And its cunning strategy. It's an international criminal. Die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt. States like these
and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil, but good will prevail. Da haben wir den Vergleich mit Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. Da ist doch alles da, was eine gute Propaganda braucht. Der jeweilige Feind wird seit Jahrzehnten als neuer Hitler bezeichnet, ja? Und man spricht von ihm als gottlos, mörderisch, heimtückisch, ja? Und Bushs Berater haben das Ganze dann um die Achse des Bösen erweitert. Dann der Tonfall, der bedeutungsschwere Blick, wenn diese Worte ausgesprochen werden. Das alles ist Propaganda-Style par excellence. Es gibt keine Informationen, um die Bilder richtig einzuordnen. This mad dog of the Middle East, I find he's not only a barbarian, but he's flaky. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. Aldous Huxley hat gesagt, es ist oft überzeugender, Dinge wegzulassen, als direkt zu lügen. Oft hat die US-Regierung den Diktatoren, die sie stürzen will, vorher selbst an die Macht geholfen. Erwähnt man das also nicht, ist es eine effektive Form der Propaganda. Diese Art der Propaganda, verstärkt durch Appelle, die Angst schüren, ist Teil eines größeren Vorkriegsmusters. Man suggeriert, die USA wird nur im äußersten Fall zur Gewalt greifen. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Widerwillig und nur mit dem hehren Ziel, Freiheit und Demokratie für die ganze Welt. We want nothing for ourselves. Only that the people of South Vietnam be allowed to guide their own country. Die demokratische Rhetorik soll die Leute überzeugen, dass manchmal auch unangenehme Dinge getan werden müssen. So muss man im Namen der Demokratie auch schon mal andere Länder bombardieren. Vor dem Krieg tut ein Präsident alles, um sein Volk dafür zu gewinnen. Er lügt, betrügt und manipuliert. The United States has been engaged in an effort to stop the advance of communism in Central America. By doing what we do best, by supporting democracy. Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien, um nur mal einige wenige zu nennen, ja? Jedes dieser Länder, in das die USA angeblich Demokratie, Freiheit und Frieden exportierte, ist heute im Chaos komplett versunken. Je öfter es gesagt wird, desto richtiger scheint es. People want democracy, peace and the chance for a better life in dignity and freedom. We must declare war on war. So the outcome will be peace upon peace. Es sind perfide Methoden. Sie sollen uns zu Tränen rühren. Die Botschaft lautet, wir müssen anderen helfen. Am Ende schaffen sie es, das Bombardieren von Menschen wie ein Akt der Nächstenliebe aussehen zu lassen. Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We are upholding our values, protecting our interests and advancing the cause of peace. Belgrade's largest heating plant. Even as planes of the multinational forces attack Iraq, I prefer to think of peace, not war. Hier erklärte also Mr. Bush Senior, dass er lieber an Frieden dachte, ja, Frieden, Frieden, während er den Irak bombardieren ließ und mit Uranmunition auf Jahre hinweg verseuchte. An Frieden also wollte das sensible Seelchen bei den Bombenangriffen gedacht haben. Und viele, die sein Friedensgequatsche hörten, die wollten auch lieber an Frieden denken, weil es sich einfach besser anfühlt, davon auszugehen, dass der wichtigste Alliierte, also die USA, ne, auf der Seite der Guten steht und man das produzierte Elend nicht in Frage stellen muss. Wenn meine Motive ehrenwert sind, dann ist es nicht so schlimm, dass ich Menschen töte. Ich habe ja einen triftigen Grund, sie umzubringen. America will stand with the allies of freedom
to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. Und dann der moralisch unantastbare Präsident. Er sagt uns, dass alles getan wird, um Frieden möglich zu machen. Das ist die offizielle Version. Egal ob Johnson, Nixon oder der heutige Präsident. Alle haben immer wieder betont, wie sehr sie den Frieden lieben und den Krieg hassen. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. I share your concern for peace. I want peace as much as you do. Für den Frieden zu kämpfen, dient immer als Rechtfertigung für den Krieg. We cannot wait for the final proof. The smoking gun. It could come in the form of a mushroom cloud. Wir Amerikaner möchten glauben, dass unsere Regierung niemals versuchen würde, uns mit billiger Propaganda in einen Krieg hineinzuziehen, wie sie es beim Irakkrieg getan hat. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Iraq and Al-Qaeda. Al-Qaeda. Iraq and Al-Qaeda. Terrorism. Cyber attacks. Nuclear program. Biological weapons. Cruise missiles, ballistic missiles. Chemical and biological weapons. Iraq has weapons of mass destruction. President Bush has said Iraq has weapons of mass destruction. Iraq says they don't. You can choose who you want to believe. Die Kriegspropaganda der USA ist fein abgestimmt, raffiniert und bestens mit den Medien verzahnt. Dirty bomb. Dirty bomb. Iraq Al-Qaeda connection. Saddam Hussein and Al-Qaeda share the same goal. They want to see both of them want to see Americans dead. Die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Medien die Sicht der Regierung übernahmen, hat mich erschreckt. Die Säbel wurden gewetzt und so over there, guys. Let's get on with it. Let's get it over with. Showdown. Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. Wenn die Presse so sehr zur Geisel der Regierung wird, haben wir ein Problem. Wenn die Geschichte uns eines lehrt, dann, dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert. CNN hat Offiziere im Ruhestand als angeblich unabhängige Experten angeworben. Die betonten militärisches Denken zu einer Zeit, als grundsätzliche Zweifel an diesem Krieg angebracht gewesen wären. Mit unabhängiger Presse hat das nichts mehr zu tun. 1964 behauptet Präsident Johnson fälschlicherweise, dass die Nordvietnamesen US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin angegriffen hätten. Damit bliebe ihm keine Wahl. Jetzt müsse er den Konflikt ausweiten. Die Medien übernahmen Johnsons Version. Da die Presse die Geschichte nicht hinterfragte, war es für den Kongress wesentlich einfacher, die Tonkin-Resolution zu verabschieden. Ein entscheidender Schritt, denn damit waren die Tore offen für den Vietnamkrieg. Es ist normal, die Öffentlichkeit zu belügen, zu täuschen, ihr wichtige Tatsachen vorzuenthalten. Einige Jahrzehnte später sagt uns George W. Bush, dass der Irak ganz sicher Massenvernichtungswaffen habe. Der Geheimdienst habe dies bestätigt. Nichts davon stimmte. Der Höhepunkt der Propagandalügen ist erreicht, als Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 vor der UN-Vollversammlung Bericht erstattet. And to deliver chemical, biological, and if we let him, nuclear warheads. Der US-Presse fiel darauf nichts Besseres ein, als begeistert zu applaudieren. Brilliantly delivered that smoking gun today. Colin Powell's outstanding today. Dabei hätte man Powells Aussagen analysieren und als Unwahrheit entlarven können. Eines der größten Märchen der Kriegspropaganda ist, dass wir nicht wissen konnten, dass Washington uns angelogen hat. Einigen Leuten war es klar, und sie haben es auch gesagt, aber man hat sie nicht auf den Sender gelassen. Ein anderes bei CNN, den manche für einen liberalen Sender halten, hat im Herbst 2001, als die Raketen in Afghanistan einschlugen, der Chef ein Memo an seine Moderatoren und Reporter geschickt.
Darin teilt er ihnen mit, immer wenn wir Bilder von sterbenden Menschen in Afghanistan zeigen, müssen sie die Zuschauer daran erinnern, dass dies alles im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 11. September passiert. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die als Außenseiter abgetan wurden, weil sie nicht mit dem Strom schwimmen wollten. Oft hat sich herausgestellt, dass sie als Einzige den historischen Moment richtig eingeschätzt haben. Während der letzten 5 Jahrzehnte haben wir eine Reihe von militärischen Interventionen erlebt. Unser Militär ist einmarschiert, hat Länder bombardiert und sie über lange Zeit besetzt gehalten. Immer wurde uns gesagt, es geschehe mit hehren Absichten, und immer wieder haben junge Amerikaner und zahllose andere Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlt. All das gilt auch heute noch. Die Dynamik ist immer dieselbe, bei der Besetzung des Iraks oder bei möglichen Zielen wie dem Iran. Und die Zukunft wird dasselbe bringen, wenn wir nicht begreifen, wie der Krieg in unsere Köpfe gepflanzt wird. Wenn wir die Tricks durchschauen, mit denen man versucht, das Schlachten schön zu reden, dann hat der Wahnsinn des Militärs, wie Martin Luther King es nannte, keine Chance. Wenn wir erkennen, wie viel Leid das Blutbad bedeutet, können wir den Lauf der Dinge ändern. Aber die Suche nach der Wahrheit ist nicht leicht und braucht unsere ganze Hingabe. Okay, dann frage ich dich bis hierher mal, wer ist deiner Meinung nach der, der seit Jahrzehnten weltweit Kriege anfängt und das dann Demokratie, Freiheit und Friedensexport nennt? Ist das Russland oder sind das die USA? Ich meine, natürlich kannst du dir diese Frage selbstverständlich selbst beantworten. Ja, die Zahlen liegen ja vor, du kannst ja vergleichen. Du kannst es für dich aber auch als notwendige Friedensmission umdeuten, ne? Dieser Begriff wird ja gerne vorgegeben. Auch wenn die Welt durch diese Friedensmissionen ins Chaos gestürzt wurde. Und Flüchtlinge weltweit infolge dieser Missionen zu Abertausenden ihre Länder verlassen und nach Europa fliehen müssen. Also die fliehen nach Europa, obwohl die USA diese Länder bombardiert hat. Ist doch schon komisch, ne? Ich meine, die USA bombardiert deren Länder und die Menschen, die dann fliehen müssen, weil sie es dort gar nicht mehr aushalten, ja? Die fliehen dann nicht etwa in die USA? Nein, die kommen dann alle nach Europa.
Wobei ich immer dafür bin, notleidenden Menschen zu helfen, ja, darum geht's also gar nicht. Es ist nur eine Bestandsaufnahme eines Sachverhaltes. Also, die USA macht zum Beispiel, jetzt mal nur als Beispiel, die IS groß, ja, wie es selbst Obama mittlerweile ausspricht, und die Folgen dafür dürfen dann die Europäer tragen. Also, wenn das nicht mal eine strategisch gut durchdachte Arbeitsteilung ist, ne? Also für die Amis meinte ich jetzt strategisch gut durchdacht, nicht für die Europäer, natürlich nicht. Der IS ist ein direkter Auswuchs von Al-Qaida im Irak als Folge unserer Invasion. Das ist ein Beispiel für nicht beabsichtigte Konsequenzen. Darum sollten wir grundsätzlich erst zielen, bevor wir schießen. Okay, Obama gibt hier also bekannt, dass die US-Regierung den IS überhaupt erst groß gemacht hat. Die vielen Toten durch das Großmachen des IS, die lassen wir jetzt mal beiseite. Und jetzt kommt, ja, die USA bekennt zudem, dass sie jetzt herausgefunden haben, dass es grundsätzlich doch besser ist, erst zu zielen, bevor man schießt. Darum sollten wir grundsätzlich erst zielen, bevor wir schießen. Nee, also das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Das ist so ein Niveau, dass es im Hirn wehtut, ja. Und meine Fassungslosigkeit darüber, dass man all das nicht erkennt, ja, obwohl es doch so offensichtlich ist, zumindest für mich so scheinend offensichtlich da liegt, bringt gleich wieder diesen Modus, dass ich wie mit kleinen Kids rede, hervor, ja? Weil ich es Idioten sicher begreifbar machen möchte. Also, nee, da fangen wir jetzt nicht wieder mit an. Ich würde mir einfach sehr wünschen, dass man die Muster erkennt, ja, wie so ein Krieg, gegen wen auch immer, eingeleitet wird. Wie gesagt, Friedensmissionen ist da als Haupttriggerwort gerne genutzt. Demokratie bringen natürlich auch, und Frieden, immer wieder soll der Frieden in andere Länder gebracht werden. Das sind die Worte, bei denen der Weltbevölkerung ein wohliger Schauer über den Rücken läuft. Und in der Psychologie weiß man das längst, und deshalb werden diese Begriffe vor jedem Kriegseinsatz eingesetzt. Ja? Achte da mal drauf. Wann immer das Gequatsche von US-Politikern über die Absicht, den Frieden in andere Länder zu bringen, am lautesten wurde, ja, da ging es dann bald darauf mit dem Krieg los. Was in aller Welt geht die USA eigentlich einen Konflikt in der Ukraine an? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich meine, ich weiß es, ne? Es geht sie rein gar nichts an, denn es findet noch nicht mal auf ihrem Kontinent statt. Dieser Konflikt würde die USA auch null Meter interessieren, wenn sie dort nicht massiv eigene strategische Interessen zu vertreten hätten. Ja, so klar. Tatsächlich anzunehmen, dass es der USA in der Ukraine um Menschenrechte geht, ja, das ist wie an Schneewittchen glauben. Oder daran, dass der Osterhase bald kommt. Ich meine, die haben in die Ukraine bereits 5 Milliarden investiert, ja, während im eigenen Land, also in den USA, mittlerweile über 50 Millionen Menschen mit Essensmarken anstehen müssen, damit sie nicht verhungern. Ach komm, lassen wir das. Das haben andere und ich schon in x Videos gesagt, ja. Ich fühle mich so langsam schon wie eine Blatte, die einen Sprung hat. Lass mich dir lieber abschließend mit einem Beispiel von Obamas Wahlkampf reden, also einmal von 2008 und einmal von 2012, aufzeigen, wie sich das dort Gesagte immer wiederholt. Und ob es sich da um eine 4 Jahre später fast identische Wahlkampfrede handelt oder die Kriegsrhetorik der letzten Jahrzehnte, das ist unerheblich, ja? Erheblich hingegen ist, dass es den wenigsten aufzufallen scheint. This is our time to put our people back to work. To put more people back to work. Tonight, more Americans are out of work. We still got friends out there, family, who are looking for work. More of you have lost your homes. All across America, there are homes that are still underwater. We all know America's going through tough times right now. We've gone through some tough times. We will rise or fall. We rise and fall. As one nation. As one nation. As one people. As one people. It's time to realize that we are in this together, because I believe we're all in it together. That America is a place where you can make it if you try. A place where you can make it if you try. Because I believe in you. Because I believe in you. Your hopes. Your hopes. Your dreams. Your dreams. Knock on some doors for me. Knock on doors with me. And make some calls for me. And make phone calls with me. If you are willing to work with me. If you're willing to work even harder in this election. Then I promise you. Then I promise you. I promise you, change will come. Vielleicht fragst du dich jetzt aber auch, ja, aber wieso machst du jetzt so einen Aufriss? Ich meine, ist ja schon blöd, das mit den vielen Friedenskriegen in anderen Ländern, ja? Aber uns betrifft das doch nur am Rande, denn die Kriegsaktionen in der Ukraine, die sind doch jetzt wieder im grünen Bereich.
Ja? Kommt ja auch nur noch wenig in den Medien. Also wird dort doch wieder alles so weit gechillt sein. Oder nicht? Okay, dazu die Gegenfrage an dich. Wenn sich in der Ukraine alle wieder beruhigt haben, ja, weshalb schickt dann die USA neue Panzer nach Europa und Deutschland? Vor 2 Jahren haben die USA ihre letzten Panzer aus Deutschland abgezogen. Jetzt rüsten sie Armeestützpunkte wieder mit den Militärfahrzeugen auf. Wegen der Ukraine-Krise verlegt die Armee rund 220 Panzer nach Europa. Rund ein Drittel davon kommt nach Deutschland. Die Abrams-Kampfpanzer und Bradley-Schützenpanzer sind für den Truppenübungsplatz in Grafenwöhr bestimmt. Die übrigen 2 Drittel der Ausrüstung könnten in den baltischen Staaten, in Polen oder in Bulgarien und in Rumänien gelagert werden, erklärte der Oberkommandierende des US-Heeres in Europa, Generalleutnant Frederick Ben Hodges, dem Truppenmagazin Stars and Stripes. Zusätzlich plant das Militär, regelmäßig Einheiten nach Europa zu entsenden. Diese sollen mit den Verbündeten trainieren. Okay, nach was hört sich das für dich an? Hört sich das für dich danach an, als ob die USA ihr Militär aus beschäftigungstherapeutischen Gründen nach Europa und nach Deutschland schickt? Oder vermutest du da nicht vielleicht auch einen dahinterliegenden Grund? Jetzt könntest du natürlich einwenden, naja, das haben die 2015 kurz vor dem Waffenstillstand in der Ukraine gemacht, wahrscheinlich nur irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, ne? Jedoch, nein, das war es leider nicht, denn sieh dir mal die neueren Schlagzeilen an. Und I'm fuck. Fuck the war. What are we fighting for? New tactics and precision weapons we can achieve military objectives without directing violence against civilians. Without directing violence against civilians. Against civilians. Yes, no doubt. Die USA rüstet bei uns in Europa, ja, und natürlich auch in Deutschland, einem der vielen US-Außenposten, ja, bestimmt nicht aus Spaß auf. Und jetzt stell dir mal vor, Putin sagt irgendwann mal demnächst, also jetzt reicht's mir mit den Provokationen, ja, wenn ihr Punk wollt, dann könnt ihr den haben. Oder stell dir alternativ vor, dass noch irgendein besonderes Ereignis käme, sagen wir mal ein Ereignis von der Größenordnung des Absturzes der MH17, ja, inklusive erneut erlogenen Hetzkampagnen, dass Putin das gewesen sei, wobei die USA bis heute keinen der vielen Beweise veröffentlicht hat, die sie angeblich haben wollen, ja, und das, obwohl die USA durch ihre Dauerspionage alles weiß. Ja, ist übrigens auch so ein Punkt, denn nicht Russland spioniert uns alle aus, sondern die USA. Aber ist ein anderes Thema. Also stell dir vor, es käme erneut zu einem solchen Ereignis, ja? Und die USA würde dann sagen, so, also jetzt müssen wir militärisch intervenieren, ja? Das geht ja nicht anders. Das sieht ja wohl jeder ein. Und schon ginge es los. Was glaubst du wohl, wie viel dir dein endlos Argumentieren, dass Putin der Böse und die USA der Hort des Friedens sein, dann noch bringt? Denn bedenke, dieser Krieg würde dann auch von Deutschland ausgeführt werden, ist ja klar, da hier die US-Waffen inklusive die Atomwaffen, also deren Atomwaffen, stationiert sind, ne? Und selbstverständlich könnte Russland dann versuchen, diese Waffen zu treffen, bevor sie Richtung Russland abgeschossen werden. Und vielleicht wohnst du ja in der Nähe eines dieser Stützpunkte, ja, dieser US-Stützpunkte hier in Deutschland. Aber jetzt fühl dich nicht benachteiligt, wenn du nicht in deren unmittelbaren Nähe wohnst, denn der Krieg, der wäre dann für uns alle da. Also die Fragen, die du dir dann stellen würdest, ja, die wären nicht, war das jetzt der böse Putin, sondern wann wird mein Haus von Bomben getroffen? Bin ich schon heute dran oder erst nächste Woche? Just ordered a freeze on bank withdrawals. You don't know what we forget our next meal from. Of the United States government launched by the People's Republic of China. Being individual is obsolete. And you and your kind are extinct. Und ja, ich weiß, du hast es mit der Logik, ja, und das finde ich gut, denn ich stehe da auch drauf. Und deshalb fragst du dich, na, wenn das ganze Chaos wirklich nicht von Putin ausgehen sollte, ja, wer könnte dann ein Interesse daran haben? Netterweise liefert uns der US-Think Tank Stratfor gleich die Antwort darauf. Yes, ja, also der Herr dort hinten möchte eine Frage stellen.
Ist der islamistische Extremismus die Hauptbedrohung für die USA? Er ist ein Problem für die USA, aber er ist keine existenzielle Bedrohung. Wir haben andere außenpolitische Interessen. Die Hauptinteressen der USA waren im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie im Kalten Krieg die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Denn vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann, und daher ist unser Hauptinteresse sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Wir erfahren hier also, dass die größte Gefahr für die USA nicht etwa, wie man ja meinen würde, der islamistische Terrorismus ist. Ja? Denn immerhin soll der 11. September von islamistischen Terroristen durchgeführt worden sein und ab da begann ja weltweit der sogenannte Krieg gegen den Terror. Nein, die größte Gefahr für die USA ist es, wenn sich Russland und Deutschland zu gut verstehen. Frieden zwischen Russland und Deutschland ist also die größte Gefahr für die USA. Ja? Klingelt da irgendetwas? Wenn nicht, kognitive Dissonanz wäre eine mögliche Begründung. Okay, das war's für heute. Ich gehe jetzt raus, leg mich auf eine Wiese und wünsche uns allen und der Welt logisches Denken, ja? Um Zusammenhänge zu erkennen, Frieden im Herzen und Mut für diesen Frieden aufzustehen. You took your time to come back this time. The grass has grown under your feet. In your absence, I changed my mind. Someone else is sitting here.